Heute wurden Doris, Renate, Dieter und ich von Lee zum Mittagessen eingeladen. Es gibt eine ganz spezielle Suppe. Eine gute Gelegenheit, die Videokamera auszupacken. Jetzt kriegt das natürlich lauwarm, ne? Eigentlich essen wir alle zum Mittag nichts. Ich glaube, ich muss heute Abend das Essen ausfallen lassen. Das einheimische Star-Cola schmeckt genauso gut wie unser Coca-Cola. Und während wir die Suppe essen, sieht sich Leys Sohn die Welt durch Renates Sonnenbrille an. Das ist natürlich ein schönes Motiv für unsere Fotoapparate und Videokameras. Nach dem Essen gehen wir zurück in unsere Villa. Wir finden im Pool eine auf dem Rücken liegende Echse, knapp vor dem Ertrinken. Wir haben sie gerade noch retten können. Oh. Jetzt ist der Pool also wieder frei für uns selbst. Ja, du hast es im warmen Bad. Ja. Nach dem Schwimmen können Renate und ich ein bisschen über unsere Netbooks fachsimpeln. Wir haben ja dasselbe Gerät. MPS. MPS, ja. Das ist MPEG-Video, ne? Ja, der bewacht euch. So vergeht der Tag mit Fachsimpeln über Computer und Videokameras wie im Fluge. Der Abend kommt. Gemeinsam betrachten wir den schönen Sonnenuntergang, um uns dann wieder bereit zu machen für das Abendessen. Perfekt, dass dein Rock auf dem Wasserfall absteht. Der Rosen ist doch fast zu allem, wenn es der Rosen ist doch. Der Wasserball ist unser Abschiedsgeschenk für Lees Sohn. Heute ist ja unser letzter Tag in der Bali Beach. Scharf. Sehr scharf. Das ist der Abschiedsschmerz, das ist normal. Ja. Willst du mal ein bisschen probieren? Nein. Das wird scharf. Ich esse nicht scharf. Scharf aber gut. Heute nehmen wir Myanmar Table Food. Da wir noch vom Mittagessen satt sind, nehmen wir zu viert eine Portion für zwei Personen. Leys Sohn freut sich über den Wasserball und wir freuen uns, dass er sich freut. Dann gehen wir auf die Terrasse zu einem Glas Wein und zur Nachtruhe. Ja.